Hey, hallo und herzlich willkommen bei The Team Übung. Samstagmorgen, bisschen spazieren gehen und der erste Müll ist gleich im Sack. Alter, ich weiß nicht, ob das Kacke ist. Warte mal. Ich muss erstmal die Kamera wegpacken, weil ich wollte nicht irgendwie an die Spurenelemente kommen. Das musste nicht sein. Mal sehen, was mir heute noch so alles vor die Füße fällt. Ich glaube, das bleibt nicht das Einzige, was eklig ist. Leider. Und das alles im Naturschutzgebiet. Folks, guckt euch das hier an. Ich glaube, ich habe hier schon 5 bis 8 Videos gemacht, aber ist das nicht immer wunderschön? Extra Tour Weinberg. Ist eigentlich immer dieser Bonbon-Gangster unterwegs, der hier sein Bonbonspapier immer irgendwo in die Botanik feuert. Bisher habe ich heute noch nichts gesehen. Aber kommt wahrscheinlich noch. Bisher nur das vollgeschissene Taschentuch. Wisst ihr auf der Kipp überhaupt, wie lang der Baum da schon steht? 10 Jahre. 8. Ist da schon mal aufgefallen, wenn ein Hahn kikerikiert, dass sich das so ähnlich anhört? Unter gewissen Voraussetzungen, wie ein Elefant, der töröt, also seine Geräusche macht. Keine Ahnung, mir aufgefallen. Haushaltstücher. Ja, das Problem ist immer halt, wenn man eine Hand zu wenig hat. Beziehungsweise keine richtige Kamerahaltevorrichtung. Was geht ab bei der Partybank hier? Ist relativ sauber. Ja. Feldhins. Kein Gewinn 2022. Man kann nicht immer Glück haben. Jo, aber an sich ziemlich sauber heute hier. Gehe ich heute mal auf den Aussichtsturm Via Regia. Den ich eigentlich ziemlich hässlich finde, aber ich war noch nie da. Zumindest nicht, wenn ich gefilmt habe. Und dann hole ich das heute einfach mal nach, würde ich sagen. Über diese Tücher, ey, was macht ihr damit? Sind das Brillenputztücher? Oder? Nee, das sieht eher aus wie von... Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht richtig zuordnen. Ich habe keinen hohen IQ in Detektivarbeit. Gestern habe ich den Film Abgehauen geschaut, nach dem gleichnamigen Buch von Manfred Krug, gespielt von... Alter, wer hat Manfred Krug gespielt? Wie heißt der noch? Ich komme nicht drauf. Der von Das Wunder ist Bären. Das Wunder ist Bären. Das Wunder von Bären. Alter, wie heißt der Schauspieler? Das alles rausschneiden. Naja, auf jeden Fall. Manfred Krug, sehr interessanter Typ. Mit seiner DDR-Flucht. Ja, hat er eigentlich ganz offiziell versucht auszureisen. Ja, irgendwie geiler Typ. Bin durch Böhmermann Schulz drauf gekommen, die gerade seine Tagebücher hören, gelesen von seinem Sohn, ich glaube Daniel Krug. Sehr interessant, geiler Typ. Und ja, kannst du ihm stehen, wie man will. Aber zumindest ist es sehr, sehr unterhaltsam. Ich komme nicht drauf, wie der Typ heißt. Da hinten bei dieser Baumlücke, also diese Lücken im Wald sind, ist das Basaltwerk. War ich auch schon mal. Aber habe ich da gefilmt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wo laufe ich hier überhaupt rum? Darf ich gar nicht. Nein, da ist auf jeden Fall dieser hässliche Aussichtsturm. Keiner da heute. Hoffentlich bin ich alleine oben.
und kann und kann und kann und kann und kann und kann in Ruhe filmen. Peter Lohmeier, so heißt er, der Manfred Krug gespielt hat. Abgehauen von 1998, Regie Felix Beyer. Wieder super vorbereitet, ich habe keine Ahnung. Ich habe ja Manfred Krug vor allem durch seine Rolle in Auf Achse lieben gelernt, als Franz Meerstonk, zusammen mit Rüdiger Kirstein als sein Kollege Günther Willers. Richtig tolle Abenteuerserie mit LKW-Fahrern, die in ganz Europa, Afrika, whatever unterwegs waren. Schöne Abenteuerserie. Sehr toll. Also Manfred Krug auch, sagen wir mal so, mit seinen Schauspielkollegen, mit Rüdiger Kirstein, ein bisschen Trouble gehabt haben am Set. Aber gehört, glaube ich, dazu. Kann schon noch passieren. So, wir sind gleich da. Mich noch im Kreis. Naturschutzgebiet. Ich sag's immer wieder. Und recht! Das ist aber nicht von Natur so. Bringt das Pech, wenn ich das umkick. Ich lass es lieber. Vielleicht ist es so ein Blair Witch-Ding. Seht ihr die Kleinstadt Hünfeld hier mitten im Bild, die JVA, rechts daneben die Bundespolizei und ja, dann Hünfeld, die kleine Stadt am Rand der Rhön. Geht's ja weiter. Erstmal meine Mülltüte hier, hoffentlich fliegt die nicht weg. Sichern wir mal. Gut. Aussichtspunkt Via Regia. Wie ihr wisst, lese ich nicht vor. Ich habe da keinen hohen IQ drin. Gehen wir mal hier hoch. Der Turm ist eigentlich nicht hoch, aber oben werde ich trotzdem irgendwie ein bisschen ins Zittern kommen. Ich kann nichts dafür. Die Höhenangst kickt. Aber das geht von der Höhe noch. Da komme ich noch klar. So. Da ist mein Heimatdorf. Man sieht es von hier nicht so wirklich. Dann kommt Mackenzell, Hünfeld. Habe ich euch schon gezeigt. Das erzähle ich euch. Ja. Da hinten ist mein Fußballplatz. Kennt man wahrscheinlich nicht. Mitten im Bild. Warte mal, zeige ich dahin? Nein, da zeige ich. Da ungefähr. Da habe ich lange Fußball gespielt beim SV Rossbach. Was heißt lange? So 3-4 Jahre. Na, 5 Jahre vielleicht. Dann Großenbach und viel Wald. Sind da Schafe? Kenne ich von hier gar nicht. Ich muss echt mal zum Augenarzt. So, und hier geht's wieder runter. Das Coole ist, man kann direkt unter sich gucken. Hier ist meine Mülltüte. Hallo. Hier haben wir noch Glas. Kann man mit der Kamera alle durchgucken. Wow, das funktioniert sogar. Gar nicht schlecht. Ist das Rauschenberg? Rosskuppe?
Frankfurt am Main. Na gut, die Erdkrümmung liegt uns da im Weg. Und so weiter. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das ist das Basaltwerk. 572 Meter. Ist das die Höhe oder die Entfernung? Ich glaube, das ist die Höhe. Obwohl, bei Frankfurt am Main ist es die Entfernung. Egal. Was ist los jetzt da oben? Da steht so ein Depp im Baum. Kann gerne mal ausholen, Kleine. Ach, diese verdammten Liebesschlösser hier. Katharina und Christian, aller, halt die Fresse, ey. Na da. Angelina und Pascal. Alter. Trend habe ich nicht verstanden, aber vielleicht spricht auch nur der Neid aus mir. Scheiß Pärchen, ey. Die ist zwogelfressig. Ja, das war's eigentlich. Ich meddle mal wieder hier runter und... Oh, da bin ich ja. Hallo. Da, rechts neben dem Kreuz. Mein Schatten, sehr geil. Noch mehr von diesen Scheißdingern. Spaß, diese, ey. Der Wald sieht auch nicht so gut aus. Was willst du machen? Was wächst hier überhaupt? Was ist das, dieses Gelbe? Ich habe keine Ahnung. Kann man das irgendwie ernten und, keine Ahnung, in Tee draus kochen oder so? Ich weiß nicht. Eigentlich schon ziemlich hässlich, das Ding. Was das dumme Kreuz da oben drauf soll, weiß ich auch nicht. Na gut. Dummes Kreuz nehme ich vielleicht zurück. Vielleicht hat das für den einen oder anderen ja eine Bedeutung und dann will ich auch nichts dagegen sagen. Ich glaube, ich gehe mal diesen Weg hier runter. Bin ich noch niemals gegangen. Ich war vielleicht beim Leben, keine Ahnung, so knapp, was weiß ich, 5 bis 10 Mal hier. Ich bin bisher immer nur diesen Weg gegangen. Mal sehen, wo uns dieser Weg hinführt. Im Herbst war ich am Möhnesee im Sauerland, Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es den Möhneseeturm, der ist natürlich wesentlich höher als das Ding da hinten, auf dem ich gerade drauf war. Und ich war vor ein paar Jahren schon mal da oben. Und ich habe auch am Möhnesee gefilmt und wollte auch in diesem Video nach oben gehen. Und ich habe es auch versucht, aber ich muss auf halber Strecke aufgeben. Keine Ahnung, zu viel nachgedacht. Höhenangst hat gekickt. Ich habe schon mal ein bisschen in Angriff genommen. Arbeite immer wieder daran, aber das war ein eindeutiger Rückschlag. So geht das halt manchmal. Ich war schon mal oben vor ein paar Jahren. Das müsste also gehen. Naja, keine Ahnung. Das ist halt Höhenangst. Was willst du machen? Das ist wie meine Spinnenphobie, die ich auch schon ein bisschen im Griff bekommen habe. Ich kann auch Spinnen einfangen und raustragen mittlerweile. Aber das klappt halt auch nicht immer. Wenn ich eine Riesenspinne sehe, unerwartet, vor allem im Haus, dann erschrecke ich erstmal. Muss da weiter dran arbeiten. Es ist halt, wie es ist. Ne? Kannst du nichts machen. Also, man kann schon was machen. Dran arbeiten. In so vielen Dingen. Das Einzige, was wir heute finden, sind irgendwie diese scheiß Zellstofftücher. Mein Gott. Das nächste Mal nehme ich mir einen Eimer mit. Das funktioniert überhaupt nicht. Eimer der Liebe. Wo ist das her? The Stanley Parable. Ich wollte jetzt eigentlich von da oben runter einen anderen Weg zurückgehen, aber irgendwie bin ich doch auf diesem Weg gelandet. Ich dachte, ich komme eher so da raus, aber ist auch egal. Ich glaube, ich gehe nochmal zu dieser anderen Partybank. Vielleicht liegt da wieder Teledin. Könnte ich heute gut gebrauchen.
Vielleicht sitzen da nicht wieder Leute. Das sieht man nämlich nicht. Oh, es ist frei. Und kein Müll. Das ist ja fantastisch. Ach, kippen, aber keine Ahnung. Ja, machen wir sie weg. Scheiß doch drauf. Verdammten Raucher. Es ist so schwierig, die Kippen wieder mitzunehmen. Die Natur verträgt es ja, ne? Ist ja jetzt eh alles scheißegal. Geht ja eh alles den Bach runter. Das ist aber Holz, ne? Ich glaube, das ist in Ordnung. Das müsste biologisch abbaubar sein. Vermute ich auf jeden Fall mal sehr stark. Ja, da ist überall noch ein guter Zug drin. Ja, nicht wirklich. Schade. Sehr wenig Abfall heute, sehr gut ist, sieht gut aus, überall diese scheiß Taschentücher und so. Aber und Zigarettenkippen. Ansonsten relativ sauber hier, sehr schön, hat wahrscheinlich schon jemand vor mir aufgeräumt. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das macht, was sehr gut ist. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Sonst habe ich eigentlich auch nicht mehr sonderlich viel zu erzählen. Also mein Leben ist momentan ein bisschen langweilig, was eigentlich sehr gut ist, weil Langeweile kann auch was Schönes sein. Ich gehe jetzt noch ein bisschen auf Achse schauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Haut rein, bis bald. Bye bye. Sieht schon abenteuerlich aus hier. Aber auch schön. Aber auch irgendwie nicht. Aber irgendwie auch doch. Zum Abschied in die Sonne filmen. Was ist denn? Da. Fantastisch.